Es bleibt spannend, nachdem die letzten zwei Partien schon wieder in eine bessere Richtung gingen als die davor. Habe ich mir natürlich viel vorgenommen gegen den Großmeister heute in Partie 92, glaube ich. Die Herausforderung wurde bereits von mir angenommen. Wir schalten direkt rein in diese Partie. Oh, das sieht ja mal wieder komisch aus. Achso, war ich noch nicht das... So, jetzt sieht es besser aus. Und wir sehen hier eine Eröffnung D4, worauf ich mit D5 antworte. Und ich glaube, es handelt sich hierbei um das Damengambit. Wie war das jetzt nochmal? Es ist wieder mal die Frage. Ich glaube, ich bleibe dabei, diesen Bauern, um den zu beschützen, werde zweimal angegriffen, muss also zweimal verteidigen. Welche Varianten fallen mir da noch ein? Ich könnte hier den Springer rausholen, aber ich meine... Ach, wie war's? Verdammte Scheiße, den F6 Springer. Ich könnte hier natürlich jetzt auch schlagen, oder? Dann käme der Wenn ich den raushole und er den spielt, dann werde ich auch wieder dreimal angegriffen. Oh, ey, das ist so nervig, dass ich mir das nicht merken kann. Wie war das? Ich habe Angst, dass ich Ärger kriege, wenn ich jetzt hier den Springer raushole. Aber mein Instinkt sagt mir, das ist richtig. Oh Gott, bitte schimpf nicht mit mir, Jan. Ist er enttäuscht? Wir wissen es nicht. Jetzt haben wir wieder die Situation mit dem Läufer. Oder nehmen wir den zweiten Springer raus? Um vielleicht hier anzugreifen. Oder erstmal den Läufer, um vielleicht hier zu fesseln. Könnte der rauskommen, könnte ich schlagen. Oh, ich bin richtig aufgeregt mittlerweile bei diesen Eröffnungen gegen Jan. Was hat Nils gesagt? Was soll ich spielen? Die Bayreuther Filmfestspiele? Oder sowas? Haben wir hier wieder das gleiche wie beim letzten Mal. Mit der unangenehmen Damenfesselung. Denkbar wäre sowas. Was wäre? Ach nee. Oh, ich bin so dumm, ne? Ich sag die Damenfesselung und überlege, diesen Zug zu machen. Jesus Christ, Eddie. Okay, was mache ich? Die Dame vielleicht einfach rausnehmen aus dem Ding? Ich mache einfach erstmal so. Das ist schon wieder schwierig jetzt, diese dumme Damenfesselung, ne? Dadurch, dass der jetzt hier blockiert ist.
muss ein bisschen. Der Zug hier macht mir ein bisschen Angst gerade. Macht er mir zu Recht Angst? Er schafft es halt immer wieder, mich hier in Trouble zu bringen. Ich mache das jetzt so. Ich mache das jetzt so. Ist vielleicht so ein so ein Move, wo ich mir denke, wo er vielleicht in der Analyse sagen würde, ja, einfach schlagen, dann hast du die Probleme nicht. Das ist halt die Scheiße mit diesem, mit dieser Darmfesselung. Du hast halt immer hier Stress gleich dann mit dem König. Das finde ich halt irgendwie scheiße. Hierfür hätte ich gern Lob von Jan. Ja, ist mit Idee gespielt, ist ein, kein guter Zug, aber immerhin mit Idee gespielt. Sowas würde ich mir hier erwarten. Ich will hier natürlich diese Linie blockieren, habe hier schon wieder Schiss, dass die da, die Dame da gleich kommt. Oder hier, das könnte natürlich so eine stressige Option sein. Ich noch nicht genau weiß, was mir dagegen einfällt. Der Läufer hängt hier so ein bisschen hinten drin in der Entwicklung. Denkbar wäre hier zu viel Anketieren und das. Aber ob ich die Zeit habe, bis dahin wird der natürlich schon wieder irgendwelche fiesen Sachen sich einfallen lassen. Er dahin geht. Ziehe mir zurück. Das Feld hier zu überwachen. Hätte vielleicht auch den dahin machen können. Jetzt ist allerdings das Feld offen. Das war aber auch vorher schon offen. Das gefällt mir auch nicht. Oh, es ist schon wieder schwierig, 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 schwierig. Ich will denn hier fiankentieren, deshalb, das ist eigentlich mein Plan. Jetzt könnte sowas hier kommen. Dann könnte ich da nicht mehr. Ach nee, könnte nicht, weil dann könnte ich ihn hier schlagen. Ja. Wahrscheinlich hofft er, dass ich jetzt hier schlage. Wenn er schlägt.
Idee ist, er schlägt, ich schlag und mein Turm stresst die Dame. Aber findet er nicht cool? Offensichtlich. Wenn ich jetzt hier hingehe. Zug. Ich gehe hier und werde den noch zusätzlich abdecken. Er schlägt. Ich kann nicht zurückschlagen wegen dem Springer. Das war kein guter Zug. Er schlägt, ich schlag. Er schlägt, ich schlag. Er schlägt. Also. Der hängt natürlich fies. Da würde er sich gleich draufstürzen. Da würde er sich gleich draufstürzen. Sowas wäre denkbar jetzt hier, um dieses Feld mit anzugreifen. Habe ich irgendwas übersehen beim Abtausch? Das ist clever, Jan. Das gefällt mir gut. Das ist nicht schlecht. Da muss ich aufpassen. Dann verliere ich den. Ich brauche mehr Zeit, ey. Die Zeit geht so schnell weg. Ich schlag, er schlägt. Bringt mich nicht wirklich weiter. Da würde ich abtauschen, glaube ich, tatsächlich. Oh, jetzt kann ich nicht mehr abtauschen. Alter hat halt auch immer einen Trick im Sleeve, ne? Den kann er nicht essen.
den kann er essen mit dem. Ist das schwer gegen den, ey, das gibt es gar nicht. Da berechne ich schon zwei Züge im Voraus und er weiß trotzdem, was ich mache. Dahin. Er schlägt. Er schlägt. Kommt der, ne? Das sieht nicht gut aus, Leute. Das ist hier schon ziemlich am Arsch, die Partie. Das ist hier gar nicht gut. Oh nein, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Da, 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 da. Schlägt, kann ich zumindest den snacken. Aber er wird jetzt den hier einfach schlagen. Aber dann kann ich den schlagen. Gar nicht so schlecht, oder? Er schlägt, ich schlag. Er schlägt. Aha. Ich den schlage. Ich den schlage. Er schlägt den. Das war's. Ich weiß nicht, ich habe zu wenig Zeit, um jetzt hier alles durchzurechnen. Ich sehe gerade keine Chance mehr, hier rauszukommen aus dem Gewusel und die Zeit drunter, ey. Ich gehe dahin. Er schlägt. Boah, ist das kompliziert. Ich hier hingehe, er schlägt, ich schlag. Er schlägt, ich schlag. Ich gehe dahin, er schlägt. Er schlägt, ich schlag. Ich den schlag, er schlägt. Und dann kommt hier. Keine Ahnung, Alter. Was weiß ich.
Er schlägt, ich schlag, er schlägt. Nein, scheiße. Ich verstehe nicht, warum er den. Oder den einfach. Das ist doch der logische Zug eigentlich. Oder sehe ich irgendwas nicht, damit ich den nicht schlage? Ach nee, da ist er hier der noch. Hä, lol. Pfennig, stark. Ja, ich hab's versucht. Das Schachmatt, trotzdem gute Partie Nee, so eine von Scheiße, Etienne ey. Gardet. Verdammte Scheiße. Wir schalten in die Analyse. Kann ich das Brett drehen? Es wurde ein paar Mal gewünscht. Die Analysen aus Etiennes Sicht zu machen. Das können wir gerne mal machen. Ich weiß noch nicht, wie es geht. Ihr wisst wahrscheinlich, ne? Hier. Es hält auf, dass dein Springer einen Weiß Turm noch jemand, auf den Chat? Ausgangsfeldern stehen. Das muss man schließen, F drücken. dass du in Stimmt Zukunft das? deine Entwicklung höher priorisieren musst. Ja, ich hab's nicht geschafft, die zu entwickeln irgendwie. Das war das Problem. F ist for Flip. Okay. Ich mit weißem Stein spielte Bauer nach D4. Gardet spielte Bauer nach D5. Und Bauer nach C4. Das Damengambit haben wir schon häufiger mit der Idee, hier zu schlagen und damit die Zentrumskontrolle zu übernehmen. Bauer nach E6 ist auf jeden Fall der einfachste Weg, das zu parieren, mit der Absicht, hier mit dem Bauern zurückzuschlagen. Finde ich okay. Springer nach C3, Springer nach F6 ebenfalls okay. Meister die mehrere Möglichkeiten. Ich hätte hier gleich schlagen können, dann schlägt der Bauer zurück. Dann läuft nach G5, haben wir schon auch schon ein, zwei Mal gehabt. Aber weiß kann natürlich auch erstmal die Figuren wickeln, Springer nach F3. Grundsätzlich, diesen Bauern zu schlagen, ist immer eine sehr schwere Entscheidung für Schwarz. Ich würde erstmal davon abraten, in Damengambit-Stellung, weil es mit viel Wissen verbunden ist, wie Schwarz dann fortsetzen sollte, wenn Weiß meistens sich schnell entwickelt, versucht diesen Ja, Bauern das mit hinten dem zu kriegen. Figuren Das entwickeln, gibt ich es, weiß die das Wiener natürlich Variante habe auch, ich auch dass schon die mal Figuren gespielt, entwickelt werden aber ich würde müssen. nicht dazu raten. Aber Mein Rat an dieser Stelle ist Jan immer noch, spielt so legitim viel zu kluge spielen, Züge, dass du für ständig euren unter Druck Spieler, bist. Es ist nicht so gefolgt von einfach. Rochade, weil dann nicht so viel schief gehen kann, wenn auch Wir noch gucken diese mal, was er potenzielle sagt. Fesselung schon bereit ist. Dann auf C schlägt D, E schlägt D. Also der grobe Plan, der einfachste Plan ist Läufer E7, kurze Rochade und dann mal Ich habe mich auf eigentlich schon D4, wieder das ist ja nicht so mit hilfreich. der Aber Fesselung vom wenn das Pferdchen, mit passiert, dem dann kann Läufer ich da, Läufer zum Beispiel hier rausbringen. den Springer nach Königsläufer, C4 den muss ich wegnehmen einfach mal besser und so weiter und spielen. so Ich fort. glaube. Es ist natürlich, deshalb finde ich es auch immer schwer zu sagen, ja, folgt doch einfach diesen drei goldenen Schachregeln. Bauer im Zentrum, den verteidigen, Springer raus, Läufer raus, kurz rochieren. Schach ist natürlich ein konkretes Spiel. Sobald ich
hier schlage, ist es wichtiger zurückzuschlagen, als irgendwelchen Regeln zur Rochade zu folgen. Also man muss auch immer reagieren darauf, was der Gegner macht. Aber grundsätzlich Lauf nach E7 gefolgt von Rochade ist am einfachsten. Lauf nach E4 ist ein guter Zug. Und vielleicht hat er einen Fehler gemacht, Eddie letztes Mal ja gesagt, dass Lauf nach B4 ein guter Zug ist, aber Lauf nach E7 einfacher. Aber das ist ja auch die Wahrheit. Lauf nach E7 und Lauf nach B4. Beide auf Top-Niveau sehr beliebt. Das hier ist die sogenannte Top-Niveau, das ist das, was mich interessiert. Ist viel schwerer zu spielen als das sogenannte klassische Dame im Lauf nach E7. Weißt du, mehrere Möglichkeiten, C schlicht D, Dame A4 Schach, Dame B3, Lauf nach G5, E3, was auch immer. Lauf nach G5, einer dieser Züge. Und die Chancen sind jetzt ein bisschen komplizierter. Ja, es gibt viel Theorie, die aber hier den Rahmen sprengen würde. Ja, den Springer habe ich überlegt, aber dann hätte ich wieder meinen Läufer eingeschlossen. Diesen Läufer hier gleich zu attackieren. Oder jetzt diesen Bauern zu schlagen, aber was, wie gesagt, tricky ist. Oder Sperr B7, die Engine anzeigt heute. So, Rochade ist okay. Bauern E3. Und jetzt, und das ist eine Tendenz, die Etienne manchmal ein bisschen hat, gerade wenn er es so weit hier geschafft hat, fängt er an, statt Figuren zu entwickeln, den A-Bauern zu ziehen. Häufig sogar mit der Idee B5, was dann aber einen Bauern verliert nach C schlägt B5. Also, das sollte nicht der Weg sein. Hier die typischen Züge sind entweder den Springer zu entwickeln, bei BD7, um hier... Ja, aber dann schimpfst du doch, dass ich mir den Läufer hier wieder zugestellt habe. Wegen dieser Festelung. Kann weiß hier nicht schlagen. Oder, das macht das Ganze nochmal komplizierter, im Zentrum gegenzuhalten mit Bauern nach C5. Also Bauer nach A6 müssen Zeitverlust. Hier gab es vielleicht... Oh, da ist der Balken schon am Arsch. Das zeigt auch nach B3 an. Als mein C schlicht D5. Aber C schlicht D5. Auch recht logisch. Wenn ich den Läufer irgendwie entwickle, was natürlich auch Sinn macht, aber dann macht A6 ein bisschen Sinn hier, weil Schwarz sich jetzt am Darmflügel ausbreiten kann. Deshalb versuche ich so zu spielen, dass halt nicht so viel Sinn ergibt. C schlicht D. Und der beste Zug wäre, mit dem Bauern zurückzuschlagen. Was so gut wie immer in diesen Strukturen der beste Zug ist. Also das weiß Eddie ja auch, all die Erkenntnis. Da müssen wir noch ein bisschen ankommen. Und Läufer schlicht C3 ist unlogisch, weil der Springer ja eh gefesselt ist und deshalb nicht geschlagen werden muss. Er konnte eh nicht wegziehen. Also es kam ja Läufer schlicht C3 und dann Dame schlicht D5. Wenn man unbedingt mit der Dame schlagen will, wozu ich nicht raten würde, dann würde ich trotzdem erstmal so spielen und diese Möglichkeit noch offen. Ich wollte die Dame halt aus der Fesselung. Muss man hier auf die Fesselung achten und dass sie nicht auf einmal gebrochen wird. Aber Läufer schlicht C3 hilft mir halt. Also zum einen sind Läufer ein bisschen besser als Springer im Allgemeinen. Zum anderen nach B schlicht C3 ist mein Zentrum weiter gestärkt. Und wie gesagt, dadurch, dass dieser Faktor nicht mehr da ist, beraubt sich Schwarz von ein paar Optionen. B schlicht C, besten wäre wohl noch gewesen, mit dem Bauern zurückzuschlagen. Dame schlägt D5, hat das Problem, dass ich ihm jetzt hier halt die Königsstellung kaputt machen kann und dass die Dame potenziellen Angriffsziel ist in der Mitte. Lauf F6, G schlägt F muss sein, Lauf D3, ich war nicht sicher, ob Lauf E2 oder Lauf D3. Und ja, Computer sagt jetzt schnell dran arbeiten, den König hier in der Ecke zu verstecken mit König H8, Turm G8. Stellung schon recht schwer zu spielen. Aber Etienne hat jetzt viele logische Züge gemacht. Bauern nach F5 logisch. Blockt den Läufer ab. Kurze Rochade. Ich hätte wahrscheinlich versucht, den Springer hier schnell rüberzubringen. Ja, das hätte ich jetzt. Jetzt wäre ein Zeitpunkt gut gewesen um den Springer. Warum habe ich das nicht Dame gemacht? Dame D8 sieht auf den ersten Blick komisch aus. Achso, ich wollte Idee das war, Feld hier. Zu verhindern, dass ich hier angreife. Ja, genau. G5 und Dame H5. Was glaube noch nicht so viel gebracht hätte. Also ich hätte es nicht gemacht. Zum Beispiel nach Sperr D7 und Springer F6 wäre das Feld gecovert. Und nach König G7, wenn die Dame hier ankommt, kann Schwarz sich auch noch verteidigen. Mit Bauern nach H6, aber trotzdem Drohung, Gewitter und was dagegen getan. Also solange die Züge mit Idee gespielt sind, sind wir ja schon. Siehst du, das habe ich mir gewünscht. Mit Idee gespielt. Genau wie ich es vorausgesagt habe. Scheißzug, aber mit Idee gespielt. Jetzt war ich mir nicht sicher, ob ich gleich das Zentrum öffnen sollte mit E4 oder das erstmal vorbereiten, was ich getan habe, um dann hier mit der Dame zurückzuschlagen. Und nach wie vor ist es an der Zeit, diese Figuren hier rauszubringen. Hat man auch später gesehen, wenn die Stellung sich dann öffnet und Schwarz hat die Figur noch nicht im Spiel,
Dann wäre das halt ein ungleicher Kampf. Nicht, dass Schwarz hier gut stehen würde, egal was er macht. Aber wichtig ist halt, die Figur zu mobilisieren. B5. Trägt dazu nicht so viel bei. A4 hatte ich erwähnt, wäre auch logisch, den Plan zu ändern und hier gleich die Schwächen am Damenflügel anzugreifen. Aber auch nach E4. Mit Blick Richtung König die Stellung zu öffnen. Schien mir auch sehr logisch. Schwarz Problem ist, dass F schlägt E4 nicht geht, weil dann Dame schlägt E4 kommt. Greift den H7 und den A8 an. Also, Stellung schwer. Turm E8, auch wieder logisch. Mit der Absicht, wenn hier geschlagen wird, dann zurückzuschlagen, die Dame anzugreifen. Ich habe erstmal den Turm ins Spiel gebracht. Ich war nicht sicher, welcher Turm, Turm E1 oder Turm FE1. Ist immer eine schwere Entscheidung, welchen Turm man nimmt. Ich dachte, der hier könnte auch nützlich werden, wenn wir hier drüben doch mal die Stellung öffnen wollen. Aber beides sehr vertretbar. Und jetzt drohe ich hier zu schlagen und der Bauer kann nicht zurückschlagen, weil ich jetzt zwei Figuren habe, die Richtung E8 gucken. Daher auch hier wieder der nächste Zug logisch. Und das ist ja auch ein bisschen das Gemeine, wie gesagt, an dem Format und auch in dieser Partie im Speziellen, dass er die Züge macht absolut mit Idee. Und wenn er so spielen würde gegen schwächere Gegner, würde er definitiv auch viele Punkte holen. Aber gegen mich wird es trotzdem bestraft wegen der kleineren Sünden vorher. Nicht, weil ich so ein krasser Typ bin, aber es ist halt bei dem Spielstärkeunterschied. Bisschen auch eingebaut natürlich in das Format. Deshalb kann ich die Frustration da schon verstehen, wenn gute Leistungen wie diese hier halt nicht unbedingt mit Punkten belohnt werden. Aber trotzdem, das war ein großer Fortschritt. König F8 verteidigt den Turm, auch wenn der Computer Freizeichen gibt. Logischer Zug. E schlägt F und Dame nach D2 nähert sich Jetzt sagt Computer, auf ich soll Umwegen schlagen, dem aber das schwarzen hätte mir König. doch gar nichts Die gebracht. schwarze Stellung krankt halt daran, einerseits, dass sein König geschwächt ist, weil hier vorher dieses Läufer E6 zugelassen hat und andererseits das Figur nicht mitspielen, weil er halt hier die Bauern gezogen hat und weil der Dame ein bisschen Zeit verloren hat. Deshalb ist es schon sehr, sehr schwer zu verteidigen jetzt. König nach G7 auch wieder logisch, versucht das Schach auf H6 zu verhindern. Aber da hat er sich so ein Kräfteübergewicht habe, gibt es hier andere Wege in die schwarze Stellung. Turm schlägt E8, Dame schlägt E8 und Dame G5 Schach nähert sich dem König. König geht weg. Jetzt können wir nicht entscheiden, ob erst Schach oder erst Turm E1, aber alles gut aus. Und ja, macht keinen großen Unterschied. Und hier sehen wir, all meine Figuren spielen mit, greifen an. Und die schwarzen Figuren chillen halt auch hier hinten. So, dass hier nicht viel zu holen ist. Ich habe den Und auch Zeitpunkt, wenn das die ist Leistung das Ding, ausfällt, dass ich ist hier es auch irgendwelche der gute Bauernmoves gemacht Logischer habe, anstatt meine Figuren zu Zug. Blockt hier entwickeln. ab, wenn die Dame irgendwo hingehen Und ich habe sollte. sie dann nicht mehr rausgekriegt. Jetzt glaube ich schnell Schachmatt, Dame H6, König G8. Und ich glaube, ich wollte Springer G5 spielen, also wenn der Partielauf steht, F5. Und den König hat es erwischt. Auch sehr logisch. Ich sage kurz, heute häufig logisch, ne? Läufer nach E6. Wieder mehrere Möglichkeiten, aber D5 gönnt die Figur. Und auch hier ein praktisch guter Zug, nämlich Dame nach D7 mit der Absicht, weil die Figur ja weg war, durch die Fesselung, der Läufer kann nicht ziehen, dass wenn ich hier schlage, dann Dame schlägt D3 den Läufer zurückgewinnt. Das Problem ist nur nicht, das hat Eddie jetzt auch gesehen, dass wieder wegen der zu vielen Angreifer, die ich habe, all diese Varianten, wo sich die Stellung öffnet, selbst wenn Figuren getauscht werden, mit schwarzem Matt enden und hier. Können wir nicht entscheiden, E7 Schach gewinnt, König E8, Dame G8, Dame F6, hatte ich glaube ich auch erwähnt. Stiller Zug, der Dame schlägt F7 Schach, matt droht, beendet die Partie auch. Deshalb kam Dame nach E7, versucht das hier ein bisschen zu verlängern, aber jetzt hat Schwarz eine Figur weniger, was natürlich schwer macht. Dame H6 Schach, König nach G8. Ich war wieder nicht sicher, was das schnellste Finale ist, aber Computer scheint zufrieden zu sein, wie ich gespielt habe. E schlägt F, Dame schlägt F7. Jetzt der kleine Tricklaufsche F5. Ich wollte erst mal nach G5 spielen, aber dann nach Dame G6 ist es nicht sofort matt. Die Dame deckt noch das Feld, weil ich tausche. Schlägt Turm E8, König G7. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Turm E8 Schach hier. Gewinnt auch, aber da wir schon eine Figur mehr haben, macht es meistens wenig Sinn, dann irgendwie Türme zu opfern. In der Hoffnung, dass es matt wird. Okay, ich habe einen Läufer geopfert, aber hier war ich sehr sicher, dass er nicht geschlagen werden kann. Laufsche F5, der Punkt ist, nach Dame schlägt F5. Kommt Turm E8 Schach, König F7, Dame F8 Schach, König G6, Springer H4. Mit der gemeinen Springer Mit der genommen. Todesgabel. Der König sollte auch bald matt sein. Also kann er nicht weggenommen werden, aber auch sonst funktioniert nichts. Also,
Das Ende ist nah, aber trotzdem C gespielt. Dame G7. Aber das erlaubt Schachmatt mit Turm E8 Schach. König F7. Und Dame E6 Schachmatt. Also eine gute Leistung. Wenn wir kritisieren wollen, wie gesagt, Läufer, ich sag nicht, um Eddie irgendwie auszutricksen mit meinem Wissen bei Läufer E7, sondern weil es einfach viel einfacher für Schwarz zu spielen ist, dass er Läufer E7 spielen sollte, nicht Läufer B4. Aber Läufer B4, natürlich objektiv kein schlechter Zug. Dann A6, wenn wir das hier geschafft haben, was ja schon mal was ist, Springer raus, Läufer raus, Zentrumskontrolle und Königssicherheit, dann sollten wir uns eher darum kümmern, Figuren zu entwickeln oder ein Zentrum Gegenspiel zu suchen, statt hier Bauer nach A6 zu spielen. Und hier im Zweifelsfall immer mit dem Bauern zurückschlagen. Danach hier hat Eddie sich wirklich sehr, sehr wacker geschlagen. Aber die Stellung ist eben schon sehr, 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 sehr schwierig zu spielen. Also, gute Leistung in Partie Nummer, keine Ahnung, 92. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es bleibt spannend. Warte, lies noch, was ich gesagt habe. So, warte, noch eine noch. Oder was? Ja, Mann, lies noch, was ich das... Ey, ich sag, Problem, weil ich später die 7 Spiele, habe ich wieder den Läufer blockiert. Ja, das wäre der nächste Schritt in diesen D4, D5 Eröffnung, wie man die Figuren rauskriegt. Aber der typische Plan ist, den Springer hier hinzustellen und den Läufer dann auf dieser Diagonale zu mobilisieren mit B6, Läufer B7. Ist sehr situativ und zu solchen Störungen werden wir noch kommen. Aber wenn nichts passiert, ist das ein sehr gängiger Plan. Läufer D3, sagen wir B6. Ich weiß nicht, der beste Zug, nur um den Aufbau zu zeigen. Ja, ich wollte ja die ganze Zeit vier kantieren. Ich bin nicht hingekommen einfach. Ich habe es einfach nicht irgendwie nicht hingekriegt. Es ist ein bisschen schwieriger mit dem Läufer auf B4 als mit dem Läufer hier. Jetzt mit dieser Fesselung rumschlagen muss und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich in D4, D5 Stellung will häufig der Springer nach D7 und der Läufer nach B7. Nicht in jeder Stellung, das ist keine goldene Regel oder irgendwas, aber wenn man Angst hat, sich den Läufer zu verstellen. Der hat häufig noch den Ausweg hier raus. Okay, spiel noch eine. Play with a friend. So, kurz noch eine Ansage reinschreiben. Jetzt mache ich dich fertig. Aber das seht ihr dann erst beim nächsten Mal. Ehrlich gesagt, jetzt macht er mich fertig. Also der Kampfesmut ist ungebrochen. So sieht's aus. Das seht ihr beim nächsten Mal.